Ich heiße herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Azur Lane Crosswave. Wir sind vermutlich jetzt im Endkampf dieses ja, dieses Trainings, wo wir uns ja auch so ein bisschen darüber unterhalten haben, welche Strategie denn die bessere ist, die eher verteidigende, beschützende oder die Angriffsstrategie. Und daraus haben wir dann halt einen Trainingskampf gemacht. Drei davon haben wir schon abgeschlossen, die sieht man unterhalb von uns. Und das letzte müsste dann jetzt gegen Z23 sein. Und da gehen wir direkt rein. Mal schauen, ob wir auch noch reden. Ansonsten wollte ich mich nicht wegschalten. Ich schalte mich weg. Und mir fällt gerade auf, dass ich die Maus vergessen habe, aus dem Bild zu schieben. Ja, wir treffen auf Z23 und sie sagt, oh, du bist schon wieder zurückgekommen. Deine Strategie ist 10-mal schneller, als ich mir vorgestellt habe. Okay. Irgendwie hat sich das gerade etwas sauer angehört von Rune. Ja, sie sagt, sieht so aus, als ob die Zeit, die du zum Quatschen vergeudet hast, am Anfang jetzt verstrichen ist. Weil sie hat sich. Ja. Ja, doch, das hat sie so ungefähr gesagt. Okay. Diese Null-Verteidigungsstrategie ist wie ein schönes Gemälde oder ein Bild, keine Ahnung. Oh, okay. Ich glaube, das muss ich nicht ganz verstehen. Ja. Und immer noch ein bisschen anscheinend auf Krawall gebürstet, sage ich jetzt mal. Ja, Z23, dich als Flaggschiff werde ich jetzt wegschubsen. Nein. Zerreißen, was? Okay. Und anscheinend, man hört irgendeinen Wind. Sturmmäßig, würde ich jetzt mal fast sagen. Und Z23 sagt auch, ja, die Umgebung, was passiert auf einmal? Du hast also wirklich darauf gewartet. So. Also, das denken die beiden sich jeweils nur, ich weiß nicht warum. Okay, das ist ein. Also, Z23 sagt, das ist der Mural Sea, der auch bei der militärischen Übung war. Fühlt sich aber gerade irgendwie, zumindest die Anfangsgeräusche und so, hat sich irgendwie ein bisschen anders angefühlt. Und sagt dann auch zu Rune, dass sie aufpassen soll. Rune ist richtig stinkig, würde ich jetzt langsam sagen. Ja, und sie schreit schon fast, ja, brauchst du mir nicht sagen, ich werde sie alle kaputt schießen. Da haben wir wieder die Fluggeräte, wie ich sie genannt habe. Weil wirklich Flugzeuge kann man sie ja nicht nennen. Also ganz im Ernst, die Stimme, die sie gerade hat, passt, finde ich, nicht so hundertprozentig zu dem Gesicht, was sie gerade macht. Weil die Stimme hört sich eher so ein bisschen halt wütend an. Aber das Gesicht ist immer noch so relativ freundlich. Ist ein bisschen verwirrend, aber okay. Ja, sie sagt, das sind die Servants, ich werde meinen Spaß mit ihnen haben. Z23 versucht, Rune nochmal zu sprechen, aber anscheinend interessiert sie das nicht. Und Deutschland und Spee kommen dazu. Und Deutschland fragt auch, was passiert hier? Und Spee sagt ja, das sind die
Fluggeräte, wie gesagt, würde ich sagen. Der Sirens und sagt dann noch, ja, Z23 Rune, passt auf. Ja, Rune sagt dann, ja, also lacht kurz und sagt dann, ja, warum zeigst du dich jetzt nicht endlich mal selbst, du Meddling Busybody. Nervensäge, könnte man es, glaube ich, übersetzen, irgendwie sowas in die Richtung. Es ist wahrscheinlich eine etwas härtere Beschimpfung, aber ich lasse es mal bei Nervensäge. Wie du wünschst, werde ich rauskommen, Rune. Und wir haben... Ja, nicht so ganz Z23, werden wir gleich wieder hören. Also, wir hatten ja diese Abspaltung von... nein, nicht Abspaltung, diese Duplizierung war es ja. Von Purifier? Nee, nicht Purifier. Wie hieß der andere jetzt nochmal? Tester war es, glaube ich, ne? Und das heißt, wir hatten die jetzt hier schon, obwohl das ja relativ kurz nach der militärischen Übung ist. Ja, Z23 sagt, ein menschenähnlicher Siren, aber anders als Purifier oder Observer. Wie gesagt, der Gesichtsausdruck passt immer noch nicht zu der Stimme, finde ich. Und Rune sagt, ja, du bist überraschend gehörig, sag ich jetzt mal. Was ist denn, warum bist du hier? Editor heißt sie hier. Sie hatte nicht denselben Namen wie wo sie kopiert wurde von, oder? Ich bin jetzt gleich im Überlegen, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall sagt sie, ja, Rune, du bist darauf fixiert, deinen Gegner zu zerstören oder nicht. Das ist gut. Genau das ist die wahre Natur einer Waffe. Okay, und Editor klärt sie auf über ihr Geschütz, sagt, ja, was hältst du von dem Geschütz, was du momentan hast? Wir haben das speziell für dich, nicht unbedingt hergestellt, aber halt justiert, würde ich jetzt sagen. Wenn du willst, können wir das mit der Kraft des Sirens noch um einiges stärker machen. Sie beruhigt sich etwas und fragt dann, würde ich mal so sagen, halb interessiert, noch stärker. Oha, ja, wir können sie so stark machen, wie du möchtest, beziehungsweise wie du wünschst. Wir könnten sie Massen produzieren, sodass andere Nationen mit einem einzigen Schuss davon in die Hände von Iron Blood fallen würden. Ja, und Deutschland und Spiel sind anscheinend mittlerweile etwas näher gekommen. Ich vermute mal eher, dass sie etwas weiter weg waren. Deutschland sagt dann zu Rune, ich Deutschland erlaube dir nicht stärker als mich, als ich zu werden und mich einfach zurückzulassen. Und Graf Spee sagt dann, oder denkt sich dann nur so, Schwester, also seine ja Schwesternschiffe, ist es wirklich das, was du gerade sagen solltest? Ah, okay, sie hat das zu Deutschland geflüstert.
Und sie sagt zurück, ja, die Saiyans haben irgendwas vor. Irgendwas Schreckliches vor. Ich versuche nur Zeit zu schinden, damit halt Verstärkung eintreffen kann. Ja, ein Editor redet wieder mit Hun. Warum testest du deine neue Kraft nicht an diesem Mädchen? Sie meint damit Zeit 23. Das ist zwar eine Übung, ja, aber sie ist dein Gegner, oder nicht? Und sie ist eine Existenz, die zerstört werden muss oder besiegt werden muss. Der kurze Ausdruck bei Z23. Ja, und Graf Spee sagt, die sind von einer Massenproduktionsflotte umgeben. Wir können nicht näher an Rune rankommen. Und Z23 versucht jetzt auch auf Rune einzureden. Rune, hör nicht auf diese Saren. Okay. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass ich wahrscheinlich das, den Teil nicht so mag, ne? Ich weiß wieder warum. Rune hört aber leider nicht auf Z23 und sagt, ja, genau wie du es sagst, was ich lieber mag als freundlich und gute Beziehung mit anderen zu haben, ist das Kämpfen, meine Gegner besiegen, sie in Stücke reißen, sie einfach vernichten. Graf Spee schreit dann Rune nein. Aber oh, ich hoffe, dass sie sich alle vertun und Rune nicht das macht, was sie gerade alle denken. So, Z23 sagt, das gibt's nicht, Rune geht auf die Seite der Saren. Ja, auf brutale Art und Weise die Gegner in Stücke reißen, sie zerschmettern. Es ist so lustig, es fühlt sich gut an. Es ist. Ja, auf jeden Fall hat noch nie jemand diese Gefühle, die sie dabei hat, ich würde sagen, auch gehabt, würde ich sagen. Okay. Wo sie das jetzt sagt, bin ich erleichtert, weil Rune. Hey. Man hat wirklich. Also, ich habe jetzt echt gedacht, sie will gleich aufs Blut mit Z23 kämpfen, aber Gott sei Dank würde ich gerade nach dem Satz sagen: Nein, wird sie nicht. Und Rune sagt, ja, sagt dann weiter: Ja, aber bitte missverstehe mich nicht. Stimmt, ich wünsche mir eine starke Kraft oder stark zu sein, aber du solltest. Aber ich denke, ich sollte diejenige sein, die entscheidet, wie ich sie benutze. Hä? Das macht keinen Sinn. In Kürze, ich habe kein Interesse daran, wer mein Gegner sein soll? Hä? Das macht irgendwie keinen Sinn. Oder ich verstehe ihn falsch, keine Ahnung. Editor fragt nach, was? Naja, um Fakten zu sagen, ein Gegner, der zu mir kommt und versucht, dass ich meine eigenen Freunde
dass ich meine Freunde mit meinen eigenen Händen verletze. Ja, ihr komisches Geschütz fängt wieder an zu knurren. Das hatten wir ja schon mal gehabt. Warte, wieso steht da jetzt Target? Hä? Also das war Editor, die das jetzt gerade gesagt hat, aber warum steht da jetzt Target? Lustig verwirrt, sag ich mal. Ja, du widerstrebst mir. Ja, doch, du widerstrebst mir, sagt sie. Und will fliehen, keine Ahnung. Ich könnte ihn niemals vergeben. Okay, wir kämpfen gegen die Sarah. Warte mal, kann ich jetzt hier eigentlich. Kann ich hier eigentlich jetzt. Ja, ich kann Z23 wieder dazu holen. Das heißt, wir machen erstmal. Javelin. Das hat sie behalten. Warum hat sie das eigentlich behalten? Nee, ich habe da auch geswitcht, ne? Javelin. Das ist Rune. Das ist Javelin. Ich muss gucken, wer. Na, scheiße. War blöd. Warte mal. Mach ich anders. Das war jetzt blöd von mir, sorry. Ja. Stimmt, man kann ja auch so. Das war der hier, ne? Genau, so, das wollte ich wieder haben. So, dann war das einmal das Ultimate Schild. Und. Hunter Scouter. Ja. Dann hat sie nämlich wieder die Sachen. So, dann. Nicht die falsche Taste wieder drücken, weil sonst habe ich die ganze Information aufgelöst. So. Achso, ich habe übrigens die Kamera vergessen. Zack, hallo. Ja, die einzige, die hier noch leveln muss, ist sie. Die Graf Zeppelin, aber das. Warte mal, hatte ich da. Nee, da hatte ich nichts geändert, meine ich. Oder hatte ich da. Mal gerade gucken. Ich glaube aber eigentlich nicht. Ah, doch. Hä? Hallo? Was? Wie? Wo? Hä? Was ist passiert? Das könnte es dann nicht Deutschland oder Graf Spee hatte. Guck mal kurz wegen Skills. Ah, da haben wir das Nightcruisers. Nein. Okay, ist eine. Wenn der Cloud ist. Nee, das wäre nur, wenn ich die beide drin habe. Jetzt soll ich mit das schon mal cool. Nein. Nee, ich bleib einfach bei denen, die ich hatte. Ach, okay, so. Ich habe jetzt gerade echt überlegt, ob ich halt Spee oder Deutschland als Supporter da drin hatte. Aber Deutschland macht eigentlich nur Sinn, wenn ich Spee auch drin habe. Und Spee macht halt. Er macht vom Grundprinzip schon Sinn. Wenn ich aber einmal Schaden kriege während des Kampfes, dann macht die noch mehr Sinn, weil ja dann halt der Buff aktiviert wird. Aber. Lass mal. Wir wollen ja eigentlich keinen Schaden nehmen. Ich weiß, es war relativ unrealistisch, aber. Eigentlich wollen wir nicht. ¡Gracias!
Summer ist schon weg. Perfekt. Flieger geht mal weg, genervt. Ups. Okay, das ging. Wand? Keine Ahnung. Bei mir wurde gerade irgendwie... Bei mir wurde gerade irgendwie eine Wand vom Spiel signalisiert, aber irgendwie war da keine zu sehen. Sehr merkwürdig. Hä? Warum bin ich so geslowt? Ah, ich habe Schild angehabt. Deswegen war ich geslowt. Ich habe gerade gedacht, hä? Nee, ich werde von der anderen geslowt. Holy shit, der Slow ist aber ekelhaft. Na cool, die wurden nicht mehr angeschossen. Hat das jetzt gereicht für Zeit? Nein, natürlich nicht. Alter, das mit dem Slow ist ja ekelhaft. Das ist ja echt ekelhaft. 3 Tage später. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es leider der Endkampf gewesen. Kann das sein? Ich hätte doch so einen Lackscham benutzen sollen. Verdammt. Aber ich muss so, den Kampf sowieso nochmal auf S machen, deswegen dann kann ich es ja dann machen. Jetzt zu denken, dass die Sirens halt genau vor unseren Augen an unserer Akademie erscheinen würden, hätte sie, glaube ich, nicht gedacht. Ja, und sie muss zugeben, das ist für... Muss ich mal ganz ehrlich sagen, es ist für Royal Blood sehr, sehr... für Royal Blood, was? Royal Blood? für Iron Blood sehr schwierig, sowas zu sagen. Sie muss halt von... sagt halt von ganzem Herzen, dass sie froh ist, dass wir alle sicher sind. Und Hun sagt, ja, aber diejenige, die das Ganze geleitet hat, ist leider entkommen. Und C23 sagt, ja, Rune, das ist schon okay für jetzt, fürs Erste. Wir konnten ja schließlich oder haben uns schon Worte gerade verdreht, Entschuldigung, nochmal. Wir können natürlich sagen, dass sie nicht so einfach zu besiegen gewesen wäre. Deswegen kann man froh sein, dass sie geflohen ist, so. Meine Güte. Ja, und stimmt ihr da halt zu? Wir haben das ja auch gesehen. Und Deutschland sagt, ihre Nerven sind immer noch am Flattern. Okay. wenn jedermanns Wunden sowohl körperlich als auch geistig verheilt sind, warum bedanken wir uns nicht dafür? So ungefähr. Und Rune fragt dann die Richtung, in die Siren geflüchtet ist. Kennen wir sie? Auf Zeppelin antwortet, ich habe eine Idee, aber mehr als alles andere, ja. Und
Ironblood steht zwar im Konflikt mit den Sirens, aber wir sind uns nicht unverwandt. Würde jetzt das deutsche Wort heißen, würde ich sagen, aber es hört sich so doof an. Wir müssen erstmal. Sie will vermutlich sowas sagen wie: Damit wir denen ebenbürtig sind, müssen wir erstmal halt an Stärke gewinnen, damit wir gegen sie kämpfen können. Und wahrscheinlich dadurch, dass sie sich nicht so unähnlich sind, das ist, glaube ich, eher was sie sagen will, sollte das gelingen. Und Rune fragt nach: Was planst du? Rune und Z23, ich würde euch fragen, ob ihr eine Infiltration machen würdet. Die sollen bei den Sirens. Das klappt doch nie im Leben, vor allem da die gerade gegen die gekämpft haben. Also ich hoffe mal, dass es genau das ist, was ich jetzt gerade denke, aber das, als ob das klappen würde. Okay. Das Ziel ist Iris Libre. Das heißt, jetzt bin ich am Überlegen, das ist das erste DLC gewesen, richtig? Ich glaube ja. Das heißt, das hier spielt auf jeden Fall dann vor dem DLC von Iris Libre. Aber es macht gefühlt irgendwie keinen Sinn. Wir kämpfen jetzt in dem DLC gegen Ironblood. Mit Ironblood gegen die Sirens. Und danach kommt das erst mit Iris Libre. Es macht irgendwie keinen Sinn. Das sind so Sachen, wo ich persönlich halt, wie gesagt, nicht so wirklich das nicht verstehe, weil wenn ich die Sirens wäre, würde ich jetzt sagen, ey Leute, wisst ihr was? Nee, könnt ihr nicht mit uns machen. Ihr habt uns eben noch bekämpft und jetzt wollt ihr auf einmal Best Buddy mit uns sein und nee. Hä? Also ganz im Ernst, wer darauf reinfällt, der ist dumm. Oh, warte, Sirens können dumm sein. Ja, und Rune und Z23 stimmen, sagen direkt ja. Es ist wirklich das Ende gewesen. Ja. Okay, das dritte DLC ist damit abgeschlossen. Es ist, finde ich, relativ. Nein, sogar relativ. Nein, nicht relativ. Wort streichen. Es ist ziemlich anders als die anderen. Bei den anderen ist es ja so, dass. Dass wir halt immer irgendwo hinfahren, um gegen die Sirens dann da zu kämpfen. Und hier haben wir die ganze Zeit irgendwelche Schulsachen gehabt. Gut, wir haben gegen das Geschütz quasi gekämpft, einmal von Rune. Und die Sirens tauchen dann bei uns auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mach mal die Musik weg, weil wir kennen das ja schon. Jo, Rune, kein Ding. Und ganz im Ernst, es macht nicht so wirklich Sinn, leider, finde ich. Warum sollten die Sirens sich darauf einlassen? Vor allen Dingen, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das hier auch mal so rüberkam, aber im ich glaube doch, hier kam das auch einmal rüber. Auf jeden Fall im Mobile Game kommt es besser rüber, da wird immer davon erzählt, von wegen die Sirens, die wissen schon alles, was passieren wird noch und bla. Zumindest hat man da immer wieder das Gefühl. Manchmal passieren dann aber schon Dinge, die sie nicht vorhersehen konnten. Aber vom Prinzip meinen die immer zu wissen, was als nächstes passiert. Ich mache mir die Kamera wieder an. Meinen die immer zu wissen, was als nächstes passiert. Und hier stellen die jetzt die Sirens so ein bisschen naiv da, sag ich jetzt mal.
Weil wir wissen jetzt, okay, vor Iris Libre haben die mit den, mit Iron Blood, also mit C23 und Rune vor allen Dingen halt, gekämpft. Und dann gehen die wirklich auf das Angebot ein, mit denen gemeinsame Sache zu machen. Also, ist für mich nicht einleuchtend irgendwie. Keine Ahnung. Absolut nicht einleuchtend. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist, macht für mich keinen Sinn einfach. Ich würde persönlich jetzt sagen, dieser Mini-Part der DLCs ist ein bisschen schwachsinnig. Was ich eher sagen würde ist, oder was ich eher finde, wie es sein sollte, ist, man hat jetzt den Anfang von Iron Blood gehabt, wo die Rune das Geschütz kriegt. Man hat vielleicht auch noch dann das die militärische Übung gehabt. Danach kommt dann Iris Libre und dann kommt das jetzt, was wir als Endschlacht hatten quasi von dem Teil. Das würde mehr Sinn machen, aber so rum macht das für mich macht's keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn, weil warum sollte, bei meinem Verständnis halt, warum sollten sich die Sirens darauf jetzt einlassen? Ja. Wie gesagt, deswegen ein bisschen komisch. Sie haben es jetzt so gewählt, gut. Ich find's merkwürdig. Punkt. Gut. Auf jeden Fall. Haben wir dann mit DLC 3 abgeschlossen. DLC 4 fängt dann beim nächsten Mal an. Das müsste dann... Jetzt bin ich am überlegen. Lemalin ist, glaube ich, die fünfte. Wer ist denn die vierte? Oder ist Lemalin die vierte gewesen? Ich weiß gar nicht. Also Lemalin kommt auf jeden Fall noch, aber ich weiß gar nicht, wer die letzte ist, die dann noch kommt. Egal. Werden wir herausfinden. Beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Einschalten, dabei sein. Und so lange ist es jetzt nicht mehr. Dann haben wir das Spiel abgeschlossen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.